Meine Damen und Herren, wir haben heute einen speziellen Gast. Das ist der Grund, weshalb ich nicht im Dialekt rede, sondern Hochdeutsch. Wir haben einen Gast aus Deutschland, und zwar einen deutschen Politiker von einer Partei, die es eigentlich nicht mehr gibt, von der FDP. Frank Schäffler ist einer der markanten Politiker dieser untergegangenen FDP, einer der interessanten Politiker, weil er auch nicht nur mit der großen Mehrheit der Bevölkerung eigentlich auf Kriegskurs stand, nicht mehr gewählt wurde, sondern auch mit der eigenen Partei. Er hat einen ganz eigenen Kurs, den Sie, Herr Schäffler, für den Sie werben, für den Sie gerade stehen. Zum Beispiel sind Sie ganz kritisch dem Euro gegenüber. Sie sind aber auch ein Kämpfernatur. Jeder, der Sie schildert, der über Sie Bescheid weiß, weiß, dieser Mann, von dem werden wir noch viel hören. Herzlich willkommen im Kanton Thurgau. Sie sind eingeladen von der FDP Thurgau, die von Ihnen etwas lernen will. Was kann man von einem Politiker lernen, dessen Partei untergegangen ist? Vom Politiker weiß ich nicht, ob man von dem was lernen kann, aber man kann aus der Wahlniederlage der FDP in Deutschland sehr viel lernen, nämlich wie man es nicht machen soll. Als FDP oder als Partei, die den Liberalismus vertritt. Eine Partei, die muss eben auch zu dem stehen, was sie sagt. Sie muss es versuchen umzusetzen. Sie muss versuchen, eben klar und deutlich zu formulieren, damit man unterscheidbar ist von anderen. Und das hat meine Partei in der Regierungszeit nicht gemacht. Und deshalb Was war der größte Fehler? Der größte Fehler war sicherlich, dass wir Reden und Handeln nicht in Einklang gebracht haben. Wir haben vor der Wahl 2009 gesagt, dass wir eine große Steuerreform wollen, dass wir die Bürger entlasten wollen, dass wir ein einfaches Steuerrecht wollen. Und als wir dann die Gelegenheit hatten, es umzusetzen 2009, haben wir den Außenminister gewählt und das Entwicklungsministerium gewählt und eben nicht das Finanzministerium, mit dem man hätte das umsetzen können. Und dann ist uns das 4 Jahre nicht gelungen, diese Steuerreform durchzusetzen. Sie würden sagen, dass die Tatsache, dass Sie keine Steuerreform durchgebracht haben, weil wir ähnliche Diskussionen auch in der Schweiz haben, das war einer der Hauptgründe. Das war einer der Hauptgründe, aber nicht nur, sondern wir haben in verschiedenen Fragen Reden und Handeln nicht zusammengebracht. Wir haben auch als FDP die Energiewende in Deutschland aktiv mit angestoßen, also die Abschaffung der Atomkraftwerke von heute auf morgen, die Einleitung einer Energiewende, die eigentlich eher planwirtschaftlichen Grundsätzen folgt und weniger marktwirtschaftlichen Grundsätzen. Das führt dazu, dass die Energiepreise in Deutschland steigen durch die starke Förderung erneuerbarer Energien. Und das macht die deutsche Wirtschaft weniger wettbewerbsfähig. Und das führt unterm Strich eben dazu, dass mittelbar auch Arbeitsplätze gefährdet werden. Auch das passt eben zu einer Liberalen, zu einer Partei, die Marktwirtschaft, die das Recht schätzt, eben nicht dazu. Lassen Sie mich nochmals auf diese Niederlage zurückkommen, Ihrer Partei. Aufgefallen ist mir nicht nur die Tatsache, dass Sie nur 4,8% gemacht haben, also 0,2% zu wenig. Aufgefallen ist auch diese Häme, diese Freude von offenbar Hunderttausenden von Deutschen, die sich gefreut haben, dass ihre Partei diese furchtbare Niederlage erleidet. Woher kommt diese Ablehnung, dieser Hass, diese Häme? Der Liberalismus in Deutschland hat es immer schwer gehabt. Schon in seiner Geschichte war immer eine Minderheitenmeinung tendenziell. Und das heißt, die staatsgläubigen Parteien in Deutschland sind in der absoluten Mehrheit und auch deren Unterstützer. Und wer eine Minderheitenposition vertritt, der tut sich immer schwer, natürlich gegen die Mehrheit anzustoßen. Und wenn er dann gleichzeitig natürlich selbst seinen Prinzipien nicht richtig folgt, sondern versucht, auch der Mehrheit zu gefallen, dann macht er sich halt beliebig und dann natürlich auch angreifbar von der politischen Linken in diesem Land. Und das ist fortgesetzt geschehen. Wir sind halt nicht mutig, nicht selbstbewusst in den Wahlkampf gegangen, sondern schon mit einer Zurückhaltung, mit der Koalitionsschere im Kopf. So haben wir Dinge auch formuliert.
Und naja, dann wird man auch nicht ernst genommen und dann wird man auch mit Häme überschüttet. Was ist Ihnen an diesem Sonntagabend, wenn wir nochmals auf diese Niederlage eingehen? Müssen Sie immer so drauf rumbohren, ja, auf diese Niederlage? Wann? Weil man aus Niederlagen ja auch viel lernen kann, absolut. Das wissen wir ja. Sie kämpfen weiter. Sie wollen ja diese FDP jetzt zusammen mit anderen Freunden wieder auf Vordermann bringen. Mhm. Was gibt Ihnen diese Kraft? Naja, es gibt in Deutschland bei aller Schwierigkeit, die die FDP hat, schon ein Potenzial liberaler Menschen, das in der Größenordnung 20 bis 25% liegt. Da gibt es Untersuchungen darüber, die das Potenzial so einschätzen. Und ich glaube, dieses Potenzial ist auch zu erreichen, wenn ein Land wie Deutschland immer mehr staatswirtschaftlich wird, immer mehr zentralistisch wird, immer weniger marktwirtschaftlich wird, wenn Recht keine Rolle mehr spielt, dann muss es auch eine Partei in diesem Land geben, die genau das, diese Prinzipien nach wie vor hochhält. Und naja, da kann man natürlich neue Parteien gründen oder kann man was anderes machen. Aber ich glaube, dass die FDP auch wiederkommen wird. Sie ist nach wie vor kommunal stark verankert. Wir haben 60.000 Mitglieder. Wir sind in vielen Landesparlamenten noch vertreten. Und ich sehe eigentlich meine Aufgabe darin, die FDP jetzt wieder auf Kurs zu bringen, auch sie wieder klar als klassisch liberale Partei im Parteienspektrum zu etablieren, die eben, wie gesagt, ja, die Marktwirtschaft und das Recht hochhält und die individuelle Freiheit versucht, in allen Lebensfragen auch stärker zum Ausdruck zu bringen. Auf der anderen Seite muss man ja als Ausländer, als Schweizer, der viele deutsche Freunde hat, der froh und dankbar ist, dass wir so viele Deutsche bei uns haben, als Ärzte, als Ärztinnen, als Ingenieure, tüchtige Leute, die glücklicherweise zu uns kommen. Wir sind dankbar um die Deutschen in diesem Land. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich muss sagen, eigentlich kommen Sie aus einem erfolgreichen Land. Warum braucht es dann die Liberalen? Naja, vielleicht ist Deutschland auch deshalb erfolgreich, weil es über viele Jahrzehnte die Liberalen in Verantwortung gegeben hat. Die Liberalen haben ja Deutschland auch sehr stark geprägt. Ludwig Erhard war ja zwar Mitglied der CDU oder zumindest deren Kanzler, aber im Herzen war er immer Liberaler. Und Otto Graf Lambsdorff als die prägende Person im deutschen Nachkriegsliberalismus, der die marktwirtschaftliche Komponente innerhalb der FDP vertreten hat, hat als Wirtschaftsminister eben auch die Rolle Deutschlands maßgeblich geprägt. Also die FDP hat natürlich auch ihren großen Beitrag zu diesem Erfolg geleistet und den will ich auch nicht kleinreden. Deutschland ist in der aktuellen Situation natürlich auch ein Stück weit Profiteur der Krise der Südländer in Europa. Das heißt, ja, wir sind der Hort der Stabilität und deshalb geht es uns auch wirtschaftlich zurzeit so gut, wie es uns geht. Erklären Sie uns als liberaler Politiker, warum Frau Merkel so erfolgreich ist. Von außen gesehen muss ich Ihnen sagen, eigentlich haben wir einen großen Respekt vor dieser Frau. Wir haben einen unfähigen sozialistischen Präsidenten in Frankreich, wir haben eine schwache spanische Regierung, von Italien wollen wir nicht reden. Wir haben eine unklare politische Stärke bei der englischen Regierung, bei der britischen Regierung. Eigentlich der einzige Anker, auf den man sich verlassen kann in Deutschland, ist diese Kanzlerin. Mhm. Und uns Schweizern macht sie im Gegensatz zum sozialdemokratischen Gegenkandidaten auch keine Angst. Was ist das Geheimnis dieser Frau? Sie ist sicherlich geprägt aus ihrer DDR oder von ihrer DDR-Biografie. Sie ist der DDR sozialisiert worden und ich glaube, das hat sie eher dazu gebracht, Dinge pragmatisch, vielleicht auch taktisch zu entscheiden und nicht so sehr strategisch. Also sie hat sicherlich nicht die große Vision von Europa oder von Deutschland, sondern sie agiert eher tagespolitisch, taktisch aus ihrer Situation heraus. Und das ist natürlich in solchen Phasen, wo es sonst eher, naja, Regierungen in Europa gibt, die tendenziell eher schwächer sind, schon etwas Stabilisierendes. In so einer Phase ist auch, ist auch jemand, der nur taktiert, schon ganz gut. Frage jetzt zur Zukunft Deutschlands innerhalb der EU.
Und damit stellt sich die Frage nach der Zukunft des Euro. Hier haben Sie ja, Herr Schäffler, einen ganz besonders prononcierten, profilierten Kurs gefahren. Zuerst, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer genau wissen, wo Sie stehen. Wie stehen Sie zum Euro? Ich halte den Euro durchaus für ein Projekt, was zum Erfolg geführt werden kann, aber nur unter Voraussetzungen. Ich glaube, dass der Euro-Raum nur als Rechtsgemeinschaft tatsächlich funktionieren kann, wenn man sich an Recht hält. Wir können nicht ständig neue Regeln machen, aber keiner hält sich dran. Zu einer Marktwirtschaft gehört dazu, dass wenn jemand über seine Verhältnisse lebt, falsche Entscheidungen trifft, dass er im Zweifel auch vom Markt ausscheiden muss, als Staat, als Bank. Ja, das heißt, man muss auch pleite gehen können. Und wenn man dieses Prinzip außer Kraft setzt, naja, dann setzt man im Kern die Marktwirtschaft außer Kraft und eben auch diese Währung an sich. Also ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, den Währungsraum in dieser jetzigen Situation aufrechtzuerhalten. Ja, wenn die Südländer wirtschaftlich in den Keller gehen und die Nordländer wirtschaftlich wachsen, dann wird der Spannungsbogen immer größer und dann wird man das nicht zusammenhalten können, ob man das will oder nicht. Und deshalb, glaube ich, braucht es einen Währungsraum, der eben, naja, die Nicht-Beistandsklausel, also dass keiner für die Schulden eines anderen Landes haftet, hart durchsetzt. Und zweitens, dass man auch aussteigen können muss aus der Eurozone. Ja, man kann ja aus der Europäischen Union auch aussteigen, indem man Verträge kündigt. Und so muss es eben auch Möglichkeit geben, aus dem Euro auszusteigen. Natürlich alles nach Regeln und nach Übergangsfristen, aber es muss von Seiten der Staatengemeinschaft eben eine tatsächliche Überlegung dahingehend, wie man ein Land wie Zypern oder wie Griechenland gegebenenfalls aus der Eurozone auch entlassen kann. Ja, denn innerhalb der Eurozone werden sie keine Chance haben, wieder auf den grünen Zweig auszusteigen oder rausschmeißen? Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, dass man als Land freiwillig aussteigen können muss. Aber wenn ein Land dauerhaft die Regeln verletzt, fortgesetzt die Regeln verletzt, dann muss es eigentlich für die Staatengemeinschaft auch die Möglichkeit geben, nach einem bestimmten Verfahren ein Land vor die Tür zu setzen. Es kann ja nicht sein, dass einer bei Rot über die Ampel fährt und die anderen sollen die Strafzettel bezahlen. Ja, und das ist ja falsch verstandene Solidarität. Ich glaube, Solidarität funktioniert nur, wenn sich die Beteiligten an Regeln halten. Und das ist in Europa eben nicht der Fall. In einem denkwürdigen Interview im Spiegel hat der frühere Parteivorsitzende Genscher, heute Ehrenvorsitzender ihrer Partei, vor einem Rückbau in nationalistische Egoismen gewarnt. Und damit hat er stark eigentlich auch ihre Richtung gemeint. Wenn jetzt statt mir der große Herr Genscher hier sitzen würde, was würden Sie ihm sagen, wenn er sagt, Herr Schäffler, mit Ihrer Politik begünstigen Sie den Rückbau in Nationalegoismen? Also ich fühl mich erstmal nicht angesprochen von Herrn Genscher an dieser Stelle, denn ich bin weit davon entfernt, in nationale Egoismen wieder abzugleiten, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, man kann Europa, das politische Europa, die Europäische Union, so will ich es besser formulieren, ich bin ja hier in der Schweiz, ist ja nicht Mitglied der Europäischen Union, eigentlich nur wirklich weiterführen, wenn es rechtsstaatlich läuft, wenn sich alle an Regeln halten, wenn jeder macht, was er will, so wie das jetzt der Fall ist, dann entstehen nationale Egoismen. Ja, man muss nur in die Parlamente Griechenlands, Spaniens und was weiß ich wo schauen. Da werden die Extreme gestärkt. Ja, das heißt, dieses Friedensprojekt des Euros, das führt jetzt nicht dazu, dass die nationalen Egoismen nivelliert werden, sondern das Gegenteil findet statt in Europa. Nationale Egoismen werden durch diese falsche Europolitik eigentlich eher hoffähig gemacht. Wenn Sie jetzt politisieren in Deutschland, dann haben wir immer dieses Duo, einerseits Berlin, wo die Hauptstadt ist, und andererseits Brüssel. Hier in der Schweiz, wo wir auch viele Diskussionen über die EU haben und unser Verhältnis zur EU, in der Schweiz sagen viele kritische Geister, die EU ist an sich ein vernünftiges Konstrukt, ein Konstrukt mit idealistischen Absichten, aber es herrscht keine Demokratie.
Sind wir da vorurteilsgepeinigt, weil wir eine direkte Demokratie mit Volksabstimmungen haben? Oder fehlt wirklich die Demokratie in der EU? Also da bin ich ganz auf Schweizer Seite. Ich glaube, dass die Europäische Union natürlich ein Demokratiedefizit hat. Ja. Auf verschiedenster Ebene. Die Europäische Kommission setzt Recht, setzt es durch, beklagt es. Das ist alles in einem. Ja. Und ich glaube nicht, dass man auch die Europäische Union in die europäische Entwicklung auf diesem Vertragsniveau, auf dieser Rechtskonstruktion weiterführen kann. Das wird nicht funktionieren. Ja? Wenn jedes Land, was wir aufnehmen, einen neuen Kommissar bekommt und wir demnächst eben 28 Kommissare haben, wo viele überhaupt nichts zu tun haben, dann ist das schon ein Problem. Oder wenn, sag ich mal, die deutsche Stimme bei der Europawahl nur ein Bruchteil dessen zählt, was eine Luxemburger Stimme zählt, dann hat das eben mit Demokratie auch relativ wenig zu tun. Also es gibt schon schwerwiegende Mängel innerhalb der Europäischen Union. Über die muss man sich eigentlich Gedanken machen. Also wir haben eigentlich eine Strukturkrise der Europäischen Union, die eigentlich eine Diskussion über wirkliche Vertragsänderungen notwendig macht. Nur das will man halt nicht. Wer will das nicht? Wer ist wann? Ja, sehr unterschiedliche wollen das nicht. Meine Grundthese ist, dass die Kommission, aber auch das Europäische Parlament eigentlich diese Krise jetzt nutzen will, um mehr Zentralismus durchzusetzen, um eigentlich diesen europäischen Bundesstaat, diesen europäischen Superstaat durch die Hintertür durchzusetzen. Und das machen sie mit subtilen Dingen, also zum Beispiel, indem sie für diese ganzen Rettungsschirme, für diese ganzen Schuldenschirme sind, indem sie für eine Finanztransaktionssteuer sind. Nicht, weil sie glauben, dass man damit künftig dieses Problem lösen kann. Nein, die wollen endlich eine eigene Steuer haben, die wollen sich endlich selbst verschulden können, so wie jedes Land in Europa auch. Ja, die wollen eine richtige Regierung und ein richtiges Parlament sein. Und die Banken, zumindest die Großen, haben auch ein Interesse an dieser Entwicklung. Ja, sie wollen auch im Kern die Konzentration, weil Konzentration bedeutet weniger Wettbewerb. Das heißt, die kleinen Wettbewerber verschwinden vom Markt. Und zweitens wollen sie systemrelevant sein. Sie wollen im Kern ihre Probleme auf den Steuerzahler verlagern. Sie wollen die Probleme nicht selbst lösen. Ja, sie wollen nicht selbst haften als Eigentümer, als Gläubiger, sondern sie wollen das auf den Steuerzahler verlagern. Und die südeuropäischen Länder wollen ihre Probleme auch auf eine nächsthöhere Ebene verlagern, eben ja, auf den europäischen Steuerzahler. Sie wollen nicht selbst Verantwortung tragen für das, was sie gemacht haben. Und all das, das führt eigentlich zum gleichen Ziel, eben zum europäischen Superstaat. Und ich glaube, das ist die falsche Idee von Europa. Europa ist eigentlich subsidiär entstanden. Ja, dass wir frei reisen können, dass wir investieren können, wo wir wollen, dass wir studieren können, wo wir wollen, dass wir Waren und Dienstleistungen erbringen können, wo wir wollen. Das war eigentlich die Grundidee der Väter der Europäischen Union. Und das muss man stärken. Welchen Rat, jetzt kommen wir auf die Schweiz zu reden, und ich bitte Sie ausdrücklich darum, ich weiß, dass gerade deutsche Freunde immer sehr zurückhaltend sind, uns Ratschläge zu geben. Aber ich fordere Sie auf, jetzt uns Ratschläge zu geben. In der Schweiz haben wir eine große Europadiskussion seit Jahren. Da gibt es auf der einen Seite immer noch eine Minderheit von Persönlichkeiten, die sagen, es ist vernünftiger, wenn wir dabei sind, also Mitglied werden, dann können wir da mitbestimmen. Eine weitere Minderheit, die aber auch größer geworden ist eigentlich, sagt, wir kündigen alle Verträge, wir wollen mit denen möglichst nichts zu tun haben, weil am Schluss müssen wir fremde Richter akzeptieren, wir müssen Ausländer-Freizügigkeitsabkommen unterschreiben. Und dann gibt es die bisherige Mehrheitslinie, die sagt, bilaterale Verträge, wir sollten aber nicht eintreten, mal auf einige Jahre hinaus, sicher nicht. Wir müssen vernünftig, pragmatisch vorgehen. Das ist im Moment die Mehrheitslinie oder war die Mehrheitslinie in den letzten Jahren. Was sollen wir tun in unserem Land? Also ich glaube, die Schweiz ist ja eigentlich mit der bisherigen Regelung ganz gut gefahren, auch mit den bilateralen Verträgen. Die Gefahr ist natürlich immer,
dass in der Europäischen Union nicht die kleinen Länder den Kurs bestimmen, sondern tendenziell die großen Länder. Ja, das merken wir jetzt in der Europolitik. Und kleine Länder haben es naturgemäß schwer, ihre Interessen dann durchzusetzen. Und ich glaube, die Schweiz fährt ganz gut damit, diese bilateralen Verträge zu wählen. Da kann man immer sagen, da sitzt man irgendwie dann doch nur am Katzentisch. Aber Herr Barroso hat ja heute beispielsweise, habe ich in der Deutschen Tageszeitung gelesen, der Schweiz mehr oder weniger gedroht, wenn sie die Personenfreizügigkeit einschränkt, dass das irgendwie ein unfreundlicher Akt sei. So ähnlich hat er es formuliert. Ja. Das ist natürlich gut gebrüllt. Ja? Aber die Europäische Union ist natürlich auf ihre Art auch abhängig von der Schweiz. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Denn allein was die Verkehrswege betrifft, ist die Schweiz ein ganz wichtiges Transitland zwischen Nord und Süd in Europa. Das heißt, so ganz ohne die Schweiz wird es nicht gehen. Und ich würde der Schweiz, wenn ich das darf, empfehlen, selbstbewusster aufzutreten. Auch als souveräner Staat sich auch nicht von der Größe des anderen beeindrucken zu lassen. Es gibt erfolgreiche Schweizer Unternehmen, auch die Politik, auch die Zahlen der Schweiz sprechen ja eigentlich für sich, dass das politische System eigentlich in der Schweiz vielen anderen Systemen in Europa auf Längen überlegen ist. Also eigentlich müsste, so wie Herr Weidmann, der Bundesbankpräsident, das die Tage ausgedrückt hat, Europa müsste eigentlich mehr Schweiz wagen. Ja? Denn das Schweizer Modell hat viele, viele Vorteile gegenüber den zentralistischen Modellen in weiten Teilen Europas. Wenn Sie so sehr jetzt uns gute Ratschläge gegeben haben, dann möchte ich noch mehr gute Ratschläge von Ihnen zu einem ganz anderen Bereich. Die Schweizer haben Deutschland entdeckt als Reiseland. Immer mehr Schweizer reisen begeistert nach Deutschland. Das ist preiswert auch. Nicht nur, weil preiswert, sondern auch, weil so viele freundliche Menschen dort sind. Ja, bestimmt. Ja. Wenn Sie jetzt uns Schweizern einen Ratschlag geben würden, in eine Ecke zu fahren, die wir wahrscheinlich noch nicht kennen, welche würden Sie uns empfehlen? Gibt's ganz viele natürlich. Meine eigene Heimat, Ostwestfalen-Lippe. Ja, wo ist das genau? Das ist die Region. Ich behaupte jetzt, viele wissen das gar nicht. Die Region um Bielefeld, also zwischen Dortmund und Hannover. Und in Dortmund gibt's das beste deutsche Bier. Ja. Dortmund ist dann wiederum nicht meine Region. Aber das ist so die Region Bielefeld, Paderborn. Ja, die ist auch eine geschichtsträchtige Region. Paderborn durch seine Prägung durch die katholische Kirche. Meine Region durch die Schlacht am Teutoburger Wald, wo Hermann der Karusker eben 9 nach Christus die Römer vernichtend geschlagen hat. Wo es das berühmte Lied auch gibt. Auch das, ja. Und das ist eine sehr interessante Region. Aber es gibt natürlich auch insbesondere in den neuen Bundesländern Regionen, die wunderschön sind. Also Mecklenburg-Vorpommern mit seinen vielen Schlössern und Burgen und dieser wunderschönen Natur, das ist eine Reise wert, aber auch Dresden ist eine wunderschöne Stadt inzwischen. Elbkreuzfahrt von Dresden aus ist wirklich eine tolle Sache. Also es gibt ganz, ganz viele Ecken in Deutschland, die es zu besichtigen gibt. Sind Sie überrascht, dass ein Schweizer Sie nach Reisetipps in Deutschland fragt? Ja, da bin ich überrascht. Normalerweise, wir sind als Deutsche ja so sozialisiert worden, dass wir in der Schweiz oder in Österreich Urlaub gemacht haben, zum Skifahren gefahren sind und so weiter. Und dass es da jetzt einen Gegentrend gibt, das überrascht mich tatsächlich. Also zum Skifahren kommen wir nicht zu Ihnen. Das ist eindeutig. Das machen wir bei uns, allenfalls noch in Österreich, aber sicher am liebsten bei uns. Aber es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Schweizer, die in Deutschland Ferien machen, am meisten ansteigt in allen Statistiken. Ah ja, das ist interessant. Und viele berichten dann von der Freundlichkeit der deutschen Gastgeber. Erstaunt Sie das? Ja, das erstaunt mich. Also, aber das zeigt eben, dass sich auch in Deutschland da die Gastkultur verändert hat. Ja, dass es eben auch schon Destinationen gibt, die attraktiv sind. Ja? Also auch der Rhein ist ja etwas, was viele Touristen anzieht und so. Also vielleicht hat sich da auch mentalitätsmäßig in den letzten Jahren etwas verändert und das ist ja sehr positiv. Ich habe den Eindruck, dass wenn wir von der deutschen Mentalität reden, dass die Übernahme der Fußballweltmeisterschaft
weltweit etwas ausgedrückt hat. Ich war bei mehreren Spielen, inklusive dem Final damals, und es war unglaublich, diese Fröhlichkeit, diese Freundlichkeit und diese Offenherzigkeit und das gute Wetter. Ich glaube, dass diese Fußballweltmeisterschaft Ihnen geholfen hat, im Nachhinein ein neues Bild von Deutschland zu entwickeln. Das stimmt. Also das glaube ich auch. Also die Fußballweltmeisterschaft ist ja noch auch in Deutschland bei vielen als das Ereignis, das Sportereignis in guter Erinnerung. Ich weiß, ich habe mein Büro direkt neben dem Brandenburger Tor gehabt im Deutschen Bundestag und habe da auch die Spiele immer direkt verfolgen können über diese große Leinwand. Da war eine Aufbruchsstimmung, wie wir sie in Deutschland in dieser Form eigentlich seit der deutschen Einheit wahrscheinlich nie erlebt haben. Und das zeigt eben auch, dass die Deutschen nicht nur so die stumpfen Bürokraten sind, die Tag ein, Tag aus arbeiten und nicht lachen können oder zum Lachen in den Keller gehen. Das hat das, glaube ich, auch mal ein anderes Bild gezeigt. Das ist ja ganz schön. Auch, dass wir mit nationalen Symbolen vielleicht ein bisschen unverkrampfter umgehen. Früher war es immer etwas unschicklich, wenn man eine Deutschlandfahne irgendwo gezeigt hat. Und seit der Fußball-Weltmeisterschaft ist das so ein bisschen aufgebrochen. In der Schweiz gibt es viele, die in ihrem Garten eine Schweizer Fahne aufgehängt haben. Da ist das selbstverständlich. Und wir haben eben auch aus unserer Geschichte heraus da so ein etwas verkrampfteres Verhältnis. Und dass sich das ein bisschen normalisiert, finde ich auch richtig. Jetzt zum Schluss natürlich noch die großen Ambitionen. Sie haben bald den großen Parteitag in Berlin, wo quasi die Rückkehr der FDP in der Öffentlichkeit eingeleitet werden soll. Welche Rolle werden Sie an diesem Parteitag spielen? Naja, ich habe meiner Partei das Angebot gemacht, dass ich beim Wiederaufbau der FDP mithelfen will. Denn wenn eine Partei nach fast 65 Jahren aus dem Deutschen Bundestag fliegt, dann ist das natürlich schon eine Zäsur. Und dann gibt es Fliehkräfte, die in alle Richtungen gehen. Und ich glaube, man muss als jemand, der auch ein Teil dieser Partei mit repräsentiert, auch dafür sorgen, dass der Laden zusammenbleibt, dass wir auch gemeinsam wieder neue Erfolge angehen. Und da will ich mithelfen. Und deshalb kandidiere ich auch fürs Präsidium, also für das oberste Gremium in unserer Partei. Wie sind die Chancen? Das weiß ich noch nicht. Das muss man dann sehen. Ich kämpfe dafür, dass ich dort gewählt werde. Ich wünsche Ihnen für diese Wahl viel Erfolg, wahrscheinlich auch im Namen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich glaube, viele Schweizerinnen und Schweizer, die durchaus wissen, wie wichtig der Liberalismus ist, wie wichtig Marktwirtschaft ist, wünschen eigentlich, dass ihre Partei wieder sich zurechtfindet und ihren Einfluss weiterhin oder wieder ausüben kann. Jedenfalls viel Erfolg. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch die FDP Thurgau gut inspirieren in den nächsten 24 Stunden und einen schönen Aufenthalt in der Schweiz haben. Dankeschön. Ich danke Ihnen.